Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. Hier live aus dem Grab der übernatürlichen Sonne. Ach, was für eine Die Leute hier sollten sich mal Sorgen um Umweltschutz machen. Hier muss so viel Dreck in die Luft geschleudert werden. Apu! Bei all dem, was hier so verbrennt und... Oh, der ist schon tot. Ha! Moin, Entschuldigung. Ich will hier mal lang. Noch ein Trüchen. Die haben sehr viele Truhen. Die sehen so brachial aus, aber ich glaube, das sind einfach die normalen Truhen. Was war das? Auf jeden Fall. Auf was schießt ihr denn da gerade? Bestimmt was unter uns, oder? Ne, wahrscheinlich nicht, da ist Lava. Okay, warte, hier ist noch eine leere Vase. Die muss ich unbedingt, die muss im Let's Play drin sein. Sonst muss ich mal neu anfangen. Wenn wir nicht 100% aufgedeckt haben. Ruineneingang, da gehen wir gleich hin. Nein, da gehen wir jetzt hin. Weiter geht's in die nächste Etage. So. Hier ist sonst ja nichts. Dann wollen wir mal. Was macht denn der? Okay, die sehen aber doch ganz cool aus. Aber nicht sehr gesund. Hat er so eine Iron Man Energiequelle im Brustkasten? Hm. Ja, moin. Komm, mein Vögelchen. Reise eine Weile mit mir. So. Oh, da geht's weiter. Oh, geheim. Ein geheimer Abschnitt. Guck mal, wie sie da oben schon geiern. Nein! Das koranische Klagelied, juhu! Das koranische Klagelied. Steuern, 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 steuern. Eisiger Greifer. Das ist toll. Wir werden bald Sachen los. Oh! Loswerden müssen, ne? Okay, hier ist weniger drin als in anderen Dingen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Aber trotzdem cool. Wir sollten. Hier hinten könnte auch was sein, aber hier könnte überall was sein. Das sieht halt immer so aus. Soll das? Ich glaube, es hackt. Kommen wir von allen Seiten. Ah, die haben auch Feuer, deswegen brauchen die ein bisschen mehr Damage. So. Vielen Dank. Wir arbeiten uns hier langsam vor. Da unten müssen wir bestimmt hin, oder? Nicht da.
Ach, wir sind eine Etage tiefer. Ach, stimmt ja. Wir kommen dem Boden also näher. Dem Boden der Tatsachen. Und die Tatsache wird sein, dass wir da unten vielleicht sterben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Korvac selbst sofort... So. Okay, hier oben ist nichts. Doch, da, hey, da ist ja noch was. Sehr viele Kisten. Dass diese Holzkisten hier nicht verbrennen. Weißt du, Lavasteine, also Steine schmelzen, alles. Aber die Holzkisten, die sind stabil. Ach, sind beide tot. Okay, alles klar. So, wir müssen bestimmt da unten rein. Ich weiß nicht genau, warum der Lavapegel außerhalb von diesem Ding höher ist. Die Lava schmilzt ja, läuft ja da runter. Aber vielleicht liegt es einfach an diesen feuerfesten Steinen. Hier wäre ein hervorragender Ort zum Grillen. Na gut, mehr Sonne wäre schön, aber man kann ja nicht alles haben. Schatzfund. Wir hatten einen Dynamitfund, jetzt können wir auch den Schatzfund holen. So, let's go. Kefotblut ist immer gut. Wie viel auch immer wir davon am Ende haben werden. Gibt's hier unten vielleicht wieder einen Geheim? Ja, hallo. Teil 4. Haben wir Teil 1 und 2 übersehen? Ich würde das wirklich gerne herausfinden. Baldias Umhang. Oh, cool. Baldias Maske. Ein Setpiece. Sehr schön. Gibt es hier unten... Wir haben zwei Geheimverstecke, glaube ich, übersehen. Kann das sein? Mit dem Klagelied. Da haben wir bestimmt noch... die würde ich gerne noch holen. Das heißt, ihr müsst aber nochmal zurücklatschen. Wahrscheinlich im oberen Stockwerk. Würde ich vermuten. Wie komme ich hier wieder... Oh. Ich mach das mal eben. Sag mal. Denn ich möchte auch die Geschichten hier natürlich komplett haben. Auch wenn das viele vorlesen. Sehr, ja. Aber trotzdem möchte ich das gerne machen. Weil es gehört ja auch mit zur Geschichte. Und was wäre ein Rollenspiel denn ohne seine Geschichten? Da hinten geht's wieder hoch. So, warte mal. Dann machen wir das mal eben einfach so. Haben wir hier vielleicht schon was? Nein, okay. Gut. Dann gehe ich mal ganz kurz hoch. Wir haben hier oben Teil 3 gefunden, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. War das hier? Oder war das schon unten? Weil hier könnte was sein. Ansonsten sieht es aber hier vielleicht noch was. Nee, sieht aber auch nicht so aus. Da eventuell. Sieht alles nicht so... Hier vielleicht. Sieht aber alles nicht so richtig danach aus. Da vielleicht. Wird hier überlebt? Aha. Aha. Wir hatten recht. Ich freue mich, dass ich recht hatte. In diesem Fall. Und dass wir hier nicht tausend Jahre sinnlos rumlaufen, sondern wirklich was gefunden haben. Da freue ich mich sehr. War die richtige Entscheidung. Korvanische Klage liegt Teil 2. Wir werden gleich alle Teile dann verlesen. So. Und unten wäre das nächste noch gewesen. Was ein bisschen so aussah. Oder vielleicht war es das, wo wir schon drin waren. Da komme ich gar nicht hin. Ich muss dann da innen... Irgendwie lang. Oh Gott, das ist alles sehr verwirrend hier. So. Haben wir den dritten Teil gefunden? Da geht's gar nicht hin. Okay.
Aha. Einer kommt noch, ne? Nicht? Okay, ist schon gestorben. Okay, alles klar. So, der eine sah gerade wieder so aus, als hätte er sich geportet. Teil 1. Haben wir denn dann alle Teile bis jetzt in der Reihenfolge? Nach Korvan, letzter Eintrag, Expedition nach Korvan. Ach, das waren die beiden, die ich schon vorher hatte. Hier ist nichts. Teil 3, Teil 4, Teil 2, Teil 1. Das korvanische Klagelied. Wir wissen nicht, wo er herkommt. Niemand, mit dem wir gesprochen haben, kennt ihn. Was diesen Hexern unsere Lande gezogen hat, wissen wir nicht. Aber seine völlige Missachtung unserer Art zu leben und unseres Glaubens hat meine Aufmerksamkeit erregt. Ich habe zahlraiche Beschwerden über diesen Solael erhalten, über seine Besuche von religiösen Städten und Tempeln und seine völlige Missachtung von Protokollen und Ritualen. Es ist fast so, als ob er nach etwas suchen würde, aber wonach? Ich kann es wirklich nicht sagen. Sein Heim am äußersten Rand der Docks von Kairan, erworben mit einem Sack voll fremden Gold, soll mitten in der Nacht von einem unheimlichen Leuchten erhellt werden, ähnlich dem übernatürlichen Licht des Göttlichen. Ich denke, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er seinen eigenen Untergang dadurch heraufbeschwört, zu tief in Dinge vorzudringen, die ihn nichts angehen und damit den Zorn der übernatürlichen Sonne auf sich zieht. Ich weiß nicht, was für eine Dummheit der Hexer plant, aber er wird immer mehr zu einer Gefahr für den korvanischen Glauben und das Volk selbst. Wir dürfen nicht zulassen, dass Dissidenten eine ohnehin schon angespannte Situation weiter ausnutzen, da die übernatürliche Sonne schweigt und niemand seine göttliche Vorsehung sehen darf, müssen wir diese Sache selbst in die Hand nehmen. Ich habe die Elitewachen des Tempels entsandt, um diese Sorge zu beseitigen. Niemand wird einen einsiedlerischen Hexer vermissen, außerdem ist er ein Fremder. Was ist schon ein unidentifizierter Körper mehr im Fluss? Blind habe ich hinter diesen Vorhang der Realität geblickt. Quälender Schmerz hat mich auf dem Weg gefunden. Dahinter Herrlichkeit. Für meine Errungenschaft wurde ich bestraft. Meine Wunden weinen, doch meine Augen sind offen. Dies sollte mein Geschenk sein, mein Fluch dafür, dass ich in die übernatürliche Sonne geblickt habe. Pflichtbewusst habe ich andere für Jahrhunderte davon abgehalten, habe ihren Geist mit Schrecken und Visionen ihres eigenen Todes erfüllt, damit sie meine Fehler nicht wiederholen. Und doch verwirrt mich dieser hier. Er ist unberührt, getrieben, machthungrig. Die Priester haben ihn bedroht und er lachte ihnen ins Gesicht. Solche Arroganz in solch einem zerbrechlichen, fleischlichen Ding, und doch ist er voll von Potenzial. Meine offenen Augen durchsuchen die Möglichkeiten. Der, der die Kette hält, ist verwundet, gebrochen. Unter diesen Umständen und mit ausreichenden Versuchen könnte dieser Sterbliche seinen Hunger irgendwann tatsächlich stillen. Aber wäre seine Herrschaft gerechter? Sein Herz ist so schwarz wie die Nacht, doch er ist nicht verrückt. Man könnte mit ihm verhandeln. Viele Wege, denen man folgen kann, doch nur einen sehe ich klar vor mir. Nur einer führt zu meinem endgültigen Sieg. Die übernatürliche Sonne muss untergehen und eine neue Ordnung muss sich an seiner Stadt ergeben. Der Hexer, die Priesterin und der Wächter. Gleich und doch nicht gleich. Ja, es wird nicht genügen, den Hexer an sein Ziel zu bringen. Die ewige Flamme muss ausgelöscht werden. Sein unsterbliches Herz muss von Verrat zerbrochen werden. Und die, die ihr Netz um seine Seele spinnt, wird dieselbe sein, die unseren Preis festbindet. In der Ewigkeit bleiben keine Zweifel. Mein Kurs ist gesetzt. Jetzt muss ich nur noch sicher gehen, dass die anderen Spielsteine dahin fallen, wo sie sollen. Alle anderen Fäden werden durchtrennt, bis nur noch der eine wahre Pfad bleibt. Der Pfad Dreeks. Wo sind hier drei? Tragisch ist die Geschichte von Ulzuin, der ewigen Flamme, der rechten Hand des übernatürlichen Sonne, denn niemand hat so einen schrecklichen Verrat erleiden müssen wie er. Ein Krieger im Herzen war Ulzuin rastlos, wegen seiner neu gefundenen Aufgabe, Wacht über den Tempel der übernatürlichen Sonne zu halten, denn welcher Sterbliche konnte schon hoffen, einen Gott zu bedrohen? Und so vergnügte er sich im Tempel, verschlang Wein und Konkubinen schneller, als die Tempeldiener ihn damit versorgen konnten. So war es, bis die Priesterin Büsemiel seine Aufmerksamkeit weckte. Ah, Büsemiel war's. Sie bewegte ihren wohlgeförmten Körper mit Selbstvertrauen durch die Hallen und ihre smaragdgrünen Augen verzauberten den Gott.
Doch es war ihre seidene Stimme, die ihr eine Einladung in seine Gemächer einbrachte. Dort blieb sie, manchmal für Tage, zum Leidwesen der Priester des Tempels. Ulzuin war verzaubert von der jungen Priesterin, drückte sich vor seinen Pflichten und ignorierte die Beschwerden seiner Diener. Niemand außer Büsmil durfte ihm nah sein und niemand außer ihr durfte seine einsamen Nächte der Wacht mit Leben erfüllen. Diese Lust sollte sein Untergang sein, denn es war zu dieser Zeit, als Ulzuin die wahre Gefahr, die von Sterblichen ausging, kennenlernte. Es war an jenem schicksalhaften Tag, als die Erde aufbrach und der Himmel zu Feuer wurde, als Ulzuin seine Torheit klar wurde. Büsmil hatte ihm eine grandiose Überraschung versprochen, einen Genuss, wie er ihn noch nie erfahren hatte in seinen vielen Lebzeiten. Deshalb war Ulzuin leichtsinnigerweise weit entfernt von Korvanstadt und dem Tempel der übernatürlichen Sonne. Als er den Aufrührer spürte, eilte Ulzuin zurück zum Tempel, doch er kam zu spät. Die Stadt war von Flammen verschlungen worden und der Tempel war von jemand anderem besetzt worden. Ulzuin schrie in den Himmel und rief seinen Vater Empyrion um Hilfe, doch der Himmel blieb stumm. In blinder Qual und Wut ebnete Ulzuin den Tempel ein und fügte der Welt eine Wunde zu, die bis zum heutigen Tag brennt. Ebenso wie die Wunde, die Büsmil auf seinem Herz hinterlassen hatte. Wo der rachsüchtige Gott heute ist, wissen wahrscheinlich nur die Hexengötter. Lasst mich die Geschichte von Korvans Fall erzählen. Denn als die Götter kämpften und die Welt erzitterte, war es das Volk von Korvan, welches den Preis zahlte. Während Ulzuin in weit entfernten Landen weilte, wurde der Tempel der übernatürlichen Sonne mit Hilfe von Verrat unterwandert. Der vieläugige Dämon, der Wächter des verborgenen Reiches, vernebelte den Geist der Tempeldiener und ermöglichte so zwei Gestalten, einem Hexer und einer Priesterin, ungehindert durch den Tempel zu wandern. Zusammen durchschritten sie das Tor zu einer Realität fern aller sterblichen Welten, dem Reich der übernatürlichen Sonne. Dort fanden sie das ursprüngliche Wesen, als es auf seinem Thron seine Kräfte sammelte. Der Hexer vergeudete keine Zeit und entfesselte seine Macht auf den verwundeten Gott. Währenddessen beschwor die Priesterin ihre Bannsprüche und der unendliche Blick füllte seinen Geist mit Visionen des Schreckens. Das himmlische Wesen bäumte sich gegen seine Fesseln auf und schlug auf seine Angreifer ein und als er dies tat, zerbrach das Land und spie Feuer. Die Luft füllte sich mit Schwefel und das korvanische Volk versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Das Meer verdampfte und die Flüsse wurden durch geschmolzenes Gestein ersetzt, denn die Länder Korvans waren genauso an das Schicksal Korvaks gebunden wie Fleisch an Blut. Für jede Wunde, die dem Gott durch den Hexer zugefügt wurde, erschütterte eine gewaltige Eruption das Becken und verschlang sein Volk. Als er sich gegen Fesseln der Priesterin auflehnte, zerbrach das Land und es veränderte sich. Und als die Visionen des Wächters seine Gedanken verzehrten, wurde auch das korvanische Volk von Wahnsinn und Albträumen verschlungen. Als die letzten Erschütterungen vernachließen und die Überlebenden aus der Asche aufblickten, sahen sie nicht eine Gestalt, die triumphierend die Stufen des Tempels herabstieg, sondern drei. Und das Schicksal Cairns sollte für immer verändert sein. Das heißt, die drei, über die wir sprechen, sind doch die drei, also die drei, die das ganze Unglück hier eigentlich erst verursacht haben, indem sie die Machtübernahme geplant haben, wenn ich das richtig sehe. Haben wir hier alles mitgenommen? Ja, klar. Warum zweifle ich? Diese drei sind auch dieselben drei, die uns eigentlich durch ihre Fürsprecher quasi jetzt wieder hier herunterschicken, oder? Aber jetzt ist ja schon alles voller Lava. Jetzt sollen wir ja offenbar irgendwas aufhalten. Und Leute, hier sind schon verschlungen von Wahnsinn. Oder sind sie verschlungen von Sinn? Und es macht alles Sinn, das ist alles... Oder vielleicht kommt ja Korvac wieder zurück und will Rache oder Ulzuin. Schwierig, sehr schwierig. So, dann gehen wir mal dahin, wo wir gerade waren. Also, es hat funktioniert. Wir decken doch die Geschichte auf. Ich muss nur gucken, dass ich nichts davon übersehe. Wir hätten jetzt vier bisher, ne?
ein wenig Srötteli. Full Schrottel. Jetzt würde ich natürlich. Jetzt sehe ich überall Geheimgänge. Jetzt, ich muss auf der Karte gucken, wo was sein könnte. Das hat gut funktioniert. Oh, ein Schrei. Was? Hab auf den Schrein geklickt aus Versehen. So. Komm, den machen wir noch. So. Da nehme ich alles mit. Treter des Schänders. Das hört sich irgendwie komisch an. Okay, ich weiß, ob ich die haben will. So, da oben gesehen, das sind weitere Kollegen. Da gehen wir dann aber natürlich wann hin? Natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir kommen hier trotzdem ganz gut ran. Wir müssen uns wahrscheinlich hier einmal wieder komplett rumarbeiten. Wir haben hier was gefunden, da was gefunden. Bestimmt gibt es noch hier oben irgendwas. Oder vielleicht... Es ist ja immer an den Rändern von der Sonne. Also wir werden nächste Folge. Ich hoffe, wir finden noch was. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.